Hallo, was geht ab, Leute? Hom hier. Die legendären Vögel sind ja bis zum Ende des Monats wieder hier oder noch hier im Falle von Zapdos und Lugia. Und im Falle von Lavados und Arctos sind sie wieder hier. Ich habe von ein paar gehört, vor allem die Leute, die auf dem Dorf und so wohnen, dass sie noch nicht alle haben. Also gute Chance für euch. Und für uns ist es eine gute Herausforderung, die mit so wenig Leuten wie möglich zu schaffen. So wie die verrückten Japaner. Also nicht ganz so wie die verrückten Japaner. Heute zwei Versuche, einmal gegen Zapdos und einmal gegen Lavados. Jeweils zu dritt. Arctos noch nicht getroffen, aber wird demnächst wahrscheinlich auch kommen und vielleicht auch Lugia. Aber heute die zwei. Zuerst Zapdos, das war noch vom Samstag. Ne, das war vom Sonntag. Mit paar von den Jungs, die extra für das Safari-Zone-Event nach Pasing gekommen sind. Und ja, zeige ich euch erstmal das. Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier? Ja. Bei einem Die Zapdos Raid. Drei gelbe 40er hier, die den versuchen wollen. Und auf der linken Seite da mit Julian. Drei blaue 40er. Schauen wir mal. So, das war richtig knapp. Die Jungs haben mich überredet, ein paar TMs zu verwenden. Der Kollege hier hat sogar noch ein bisschen gepusht. Und jetzt versuchen wir es noch zum zweiten Mal. Also da hat echt nicht mehr viel gefehlt. Er pusht auch noch, alles klar. Ich dachte, es ist was gepusht. So, das war das Zapdos. Leider ganz knapp nicht geschafft. Den ersten Versuch habt ihr irgendwie gar nicht gesehen. Der ist irgendwie voll verloren gegangen. Aber bereits beim ersten Versuch war es so knapp und dann dachten wir uns, hey, wieso nicht? Das kann man schon schaffen. Ich habe sogar ein paar TMs verwendet.
Weil nicht jeder meiner Geowatts konnte Ding, Steinkante. Und die anderen Jungs haben da auch noch ein bisschen die Geowatts gepusht. Also da hat echt nicht mehr viel gefehlt. Also wirklich, wenn das Timing gestimmt hätte, oder jeder noch einen Charge-Move, also jeder von uns hatte drei Viertel am Ende vom Charge-Move bereit, also da hat echt nur noch ein paar Hundertstel der Sekunden gefehlt, also echt schade. Aber ich habe einen Kollegen, der hatte echt zufällig dieselbe Idee und hat mit zwei anderen Kollegen zu dritt ein Zapdos gemacht. Und die ist auch erfolgreich und dafür wurde er auch am Ende belohnt. Aber das seht ihr jetzt. Nice, Alter! Nice, Mann! Er hat sogar noch Steinkraft, der Kai. Nice, hä? Schon voll easy hier. Nice, Alter. 12 Bälle habe ich sogar. Alter, ich habe mehr Schaden als hier gemacht. What the fuck? Wieso? Du bist früher noch reingekommen. Ja, ihr seid rausgeflogen, oder? Ich habe schon plus 3. Ah, jetzt hat jeder. Aber. Alter, schon wieder 84. Mein drittes 91. What? Er hat einen 100er, nein! Bist du noch am Move, ne? Du Scheiße! Sicher nimmt er auf. Nein, ja! Lass dir Zeit! Tschüss, ich muss das Like machen. Ey, mein erster 100er, ey! Ich würde es wohl nicht fangen, ich kenne mein Glück. Ah, easy first try, nice. Ja. Nein! Geil, ey! Schön, Mann! Ja, ey, das ist das geilste Video. So, das war sein erfolgreicher Versuch gegen Arctos, nicht gegen Arctos, gegen Zapdos, zu dritt. Respekt an die Jungs, echt krasse Typen, auch richtig kranke Suchtis aus der Schweiz. Hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder, Shoutout an euch. Und Glückwunsch, 100% Zapdos als Belohnung, dass die es geschafft haben. Als nächstes kommt Lavados, der ist auf jeden Fall viel leichter, zu dritt gar kein Problem. So, letztens Zapdos zu dritt versucht, leider echt knapp gescheitert. Jetzt wo die Vögel wieder alle da sind bis zum Ende des Monats, probieren wir es nochmal mit gegen Lavados. Ich habe Birgit am Start, meine Konkurrentin, und Koray, der nicht gönnt. Schauen wir mal, ob er uns runterziehen wird. Weil Lavados ist ja leichter gewesen als Zapdos oder so. Der müsste locker sein. Ich muss die gleiche Kopfhörer probieren.
So, das war's. Zapdos und Lavados, beide zu dritt versucht. Lavados geschafft, easy. Zapdos leider ganz knapp nicht. Vielleicht werde ich es nochmal versuchen. Auf jeden Fall habe ich jetzt auch Bock auf Arktos und Lugia bekommen. Für Lugia hatten wir das schon mal vor, aber hat sich bisher noch nicht ergeben. Werde ich wahrscheinlich nochmal in der Gruppe ansprechen. Und Arktos, schauen wir mal. Wobei Arktos, glaube ich, nicht zu dritt schaffbar war. Aber ich weiß es gar nicht mehr. Schauen wir mal. Und das erinnert mich noch an meine eigene Challenge. Die Dreier Solo Raids. Und da fehlt mir immer noch Simsala. Und Flamaga und Blitzer. Aber die zwei sind eher nicht schaffbar. Außer Flamaga ganz mit ganz verrückten Pokémon. Aber die habe ich nicht. Auf jeden Fall Simsala muss ich auf jeden Fall noch machen. Aber war auf jeden Fall lustig. So eine kleine Herausforderung. Macht es ein bisschen spannender. Aber für euch, hoffentlich kriegt ihr alle legendären Vögel noch. Noch habt ihr Zeit, nutzt es aus diesmal und mal schauen, was so passiert jetzt die nächsten paar Tage. Mewtwo wird hoffentlich demnächst auch bald irgendwann kommen. Aber ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.